Hallo, ihr fabelhaften Löwen und Löwe-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Februar 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und möchte euch durch die Konstellationen des Monats führen. Das wird ein starker Monat für alle Partnerschaftsthemen. Ihr kommt gut mit eurem Schatz ins Gespräch und der freut sich auch sehr über Aufmerksamkeiten zum Valentinstag. Singles können die Liebe auf Reisen finden, am besten irgendwo, wo es heiß und sonnig ist. Bevor wir näher einsteigen, hier noch ein Hinweis. Ich habe diesmal wieder eine Verlosung. Wie es geht, wie ihr teilnehmt, erfahrt ihr am Schluss des Videos. Also bleibt dran. Jetzt schauen wir erstmal in die längerfristigen Aspekte, euren Erlebnishintergrund. Weiterhin steht ihr unter einem sehr guten Einfluss von Glücksplanet Jupiter und Exzentrikplanet Uranus. Sie wirken recht positiv auf die Löwesonne ein und bringen so eine erfrischende, abwechslungsreiche Energie rein. Ihr seid offen für Neues. Gleichzeitig werdet ihr aber auch stabilisiert von Stabilitätsplanet Saturn, der steht auch gut zur Löwesonne. Also ihr kriegt eigentlich alles, was ihr wollt. Aufregung, Überraschung, Spannung und trotzdem auch eine gewisse Sicherheit, dass ihr wisst, wo es lang geht und wo ihr hingehört. Das mögen ja viele Löwen auch gerne. Also könnt ihr euch dahingehend nicht beklagen. Etwas anstrengend ist die berufliche Situation. Das ist ja auch schon seit längerem der Fall. Denn ihr habt Pluto, den Machtplaneten im Haus des Jobs. Und habt da sicherlich so einiges zu kämpfen. Entweder ihr seid in der Position, dass ihr euch verteidigen müsst oder vielleicht gibt es ein Mobbingproblem in der Firma. Ne? So Pluto in 6 ist immer so ein bisschen heikel. Das beschäftigt euch aber auch schon eine ganze Weile. Ich sage es nur, weil es eben auch sein kann, dass das vielleicht euer Liebesleben vorübergehend mal überschattet. Aber eigentlich sollte das im Februar doch ganz schön britzeln und prickeln. Genau, und diese Konstellation mit Jupiter und Uranus und Saturn, die wirkt ziemlich gleichmäßig drauf ein. Da gibt es also viele Überschneidungen und die wirkt jetzt im Wesentlichen zwischen dem 12. und dem 18. August, also auf diese Geburtstagskinder, die bekommen diese Einflüsse zu spüren und dürften damit eigentlich ganz zufrieden sein. Genau, dann ist noch interessant für euch, das ist auch eine wichtige neue Energie, die jetzt reinkommt. Mitte des Monats wechselt die Lilith, das Zeichen, die wechselt dann vom Skorpion in den Schützen und damit bei euch ins 5. Haus in einen positiven Aspekt zur Löwesonne. Das dürfte also eine ganz neue, spannende Energie in euer Liebesleben auch bringen, wird für viele Löwegeborenen vielleicht auch eine heiße neue Affäre bringen, vielleicht auch sogar eine gefährliche Affäre. Vielleicht auch eine Form von sexueller Befreiung, auf jeden Fall ein neues Erleben. Und für viele ist es bestimmt auch ein Zuwachs an Kreativität. Oder was man auch vielleicht sagen könnte, ist, Lilith ist ja auch nicht so ganz einfach, ne? Ist ja auch mit den inneren Schattenthemen verbunden, aber durch Kreativität kann man das dann auch heilen oder befreien. Das ist auf jeden Fall ein Wechsel der Energie, die ihr vielleicht spüren werdet. Und die ersten, die das spüren werden, sind die in der ersten Dekade, so ganz von Anfang 23. Juli bis 26. Juli, werdet ihr das ungefähr merken, also die ersten Löwen dann. Ne? Genau. Und bis dahin aber diejenigen, die späten Löwen vom 19. bis 24. August, die haben erst noch Lilith im Quadrat und danach geht sie dann eben ins Trigon für die erste Dekade. Ja, gibt es noch was Wichtiges? Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, das ist es für euch. Wie gesagt, Pluto steht im Quinkungs. Da müsst ihr immer mal wieder was anpassen, damit es auf der Arbeit einigermaßen läuft. Aber der steht jetzt nicht in einem extrem schwierigen Aspekt für die Löwesonne. Das ist eigentlich ganz angenehm. Und ja genau, den Neptun habt ihr halt im Haus der langfristigen Partnerschaft. Das kann natürlich wirklich auch einen Zusatz an Romantik mit sich bringen für die bestehende Partnerschaft. Das ist sehr schön, kann aber auch dazu führen, dass man sich so aneinander vorbeiträumt. Ne? Also wenn ihr in einer festen Partnerschaft seid, dann achtet eben einfach drauf, dass ihr euch mit eurem Schatz auch eure Träume und Gefühle anvertraut, damit ihr nicht auseinanderdriftet. Das kann die Gefahr sein bei Neptun, aber er kann eben auch eine schöne Romantik hervorbringen. Genau. So, jetzt kommen wir zu den aktuellen Konstellationen. Die sind auch sehr positiv für euch. Der Monat wird bestimmt vom Neumond im Wassermann, vom 28. Januar noch. Der fand ja bei euch im Partnerhaus statt, hier im Haus der Begegnung. Also steht der ganze Monat Februar
Wie gesagt, unter dem Thema Partnerschaft und Begegnungen, das ist natürlich sehr schön, weil wir ja auch Valentinstag haben. Und da werden sicherlich viele Löwen viel Spaß haben oder auch die Chance bekommen, jemanden zu umwerben und schöne Geschenke zu machen. Und das solltet ihr dann auch tun, und zwar in aller Großzügigkeit. Und natürlich auch, wenn ihr in einer festen Beziehung seid, lohnt sich das in diesem Monat ganz besonders. Genau, also die Sonne bleibt dann auch erstmal die nächsten 3 Wochen für euch im Partnerhaus stehen. Das ist sehr schön. Und dann haben wir außerdem den Mars von Anfang des Monats an für euch in einem guten Aspekt stehen. Das ist natürlich schön, es gibt Schwung. Da hat man also diese Energie positiv. Die Dinge sind im Fluss für euch. Und am 3. gesellt sich dann auch noch die Venus dazu. Und die beiden bleiben dann den ganzen Monat über im guten Aspekt zu euch stehen und bringen möglicherweise eben viele Liebesaufregungen, vor allen Dingen auch auf Reisen, weil es das Reisehaus ist für euch, also das Sonnenhaus des Reisens. Und das kann also bedeuten, dass wenn ihr unterwegs seid, ihr da auch jemanden kennenlernt. Heiß und sonnig kam ich jetzt drauf, weil es der Widder ist. Das zeigt eben trockene Hitze auch an. Also falls ihr reisen wollt im Februar, wäre das ideal. Vor allen Dingen in den ersten 3 Wochen hättet ihr da sehr, sehr schöne Sterne und sehr schöne Chancen. Zweiter Punkt, der auch durchs 9. Haus angezeigt wird, sind auch so Fortbildungsveranstaltungen. Also mancher Löwe, der jetzt vielleicht zur Fortbildung fährt, kann es da erleben, dass es dann da prickelt. Also schaut doch mal, vielleicht ergibt sich da was, und wenn ihr was angeboten bekommt, dann würde ich da zuschlagen. Genau, denn da werdet ihr auf jeden Fall Spaß haben. Dann habt ihr einen Top-Tag am 6. Das mit dem Mond im Zwilling, der steht gut hier zur Sonne, die bei euch im Partnerhaus steht, zur Löwesonne. Haben wir hier nur schöne blaue, gut günstige Aspekte zur Löwesonne. Es ist sicherlich ein sehr angenehmer Tag für euch, auch wenn es ein Montag ist. Und dann ist an diesem Tag auch wichtig, dass Jupiter rückläufig wird. Der steht ja bei euch im Bereich eurer Selbstdarstellung und Kommunikation. Da kann sich also mal die Richtung ändern. Also es ist ja so, dass Löwen schon gerne über sich selber reden. Und vielleicht erlebt ihr dann einfach ab diesem Tag oder ab dieser Zeit, dass sich da die Stimmung ein bisschen ändert und merkt vielleicht auch selber, dass es auch mal nötig wäre, mehr zuzuhören und euch da vielleicht auch mehr auf euer Gegenüber einzustellen. Oder wenn es um eure Selbstdarstellung geht, dass ihr da vielleicht einen neuen Weg geht, einen neuen Weg findet. Jedenfalls ändert sich die Energie, die da bisher war, und es kommt ein neuer Wind auf. Müsst ihr mal schauen, wie ihr das gestalten könnt. Aber das wird auf jeden Fall im Endeffekt nicht schlecht für euch sein, weil es ja Jupiter ist und der steht gut für euch. Nur es kann eben sein, dass ihr dann doch vielleicht mal eine neue Strategie ausprobieren solltet. Kann ja auch zum Beispiel mit der Fortbildung auch zusammenhängen. Das würde dazu sehr gut passen, weil es die Bildungsachse ist. Also diejenigen Löwen, die offen sind dafür, was Neues zu lernen, die sind auf jeden Fall gut dran. Auch die, die offen sind dafür, neue Leute kennenzulernen. Und möglicherweise sogar hier in der direkten Umgebung, weil Jupiter hier unten ist der kurze Weg. Also sowohl Fernreisen als auch kurze Reisen stehen für euch unter einem guten Stern. Also vielleicht, wenn es nicht gerade irgendwo in den Süden ist, vielleicht macht ihr einen schicken Städtetrip. Ich war ja gerade in Amsterdam. Das ist eine Stadt, in die man zu jeder Jahreszeit und immer fahren kann. Jetzt nur mal so als Beispiel. Ja, würde euch auch Spaß machen. Okay. Dann am 7. auch schön, interessant. Da geht der Merkur in den Wassermann und damit in euer Partnerhaus. Also man kommt eben ins Gespräch. Das ist eine gute Konstellation, um Gespräche zu führen. Entweder, wenn man jemand Neues kennenlernt, auch mit dem eigenen Schatz. Begegnung ist ja nicht nur mit neuen Leuten, sondern auch mit Leuten, die man schon kennt. Aber mit Wassermann kommt viel neue, gute Energie rein. Und das dann bis zum 26. Also da habt ihr auch viele Gelegenheiten für gute Gespräche. Genau. Weil nämlich der Merkur dann die ganze Zeit auch im günstigen Aspekt hier wieder zu Uranus und Jupiter steht. Das bedeutet, die Gespräche sind originell, die sind zukunftsweisend. Man hat Ideen, man hat Spaß. Ne? Ist also richtig positiv für euch. Ja, warte mal. Dann haben wir ja den Vollmond, der ist wichtig, den müssen wir uns für euch auch angucken. Der ist am 11. bzw. in der Nacht vom 10. auf den 11. eigentlich genau genommen. Für euch sehr wichtig, weil sich dieser Vollmond auch auf der Achse Partnerschaft, also ihr, also euer Ego und das Gegenüber, das ist Thema für euch, ne? Und weil ich ja auch gesagt habe, dass sich hier die Richtung ändert,
ist es für euch wirklich ganz gut, wenn ihr auch mal zwischendurch ein bisschen Abstand vom Ego nehmt und euch ruhig mal ein bisschen amüsiert zurücklehnt und da einfach auch mal mit einer gewissen Gelassenheit vielleicht euch selbst beobachtet oder einfach überlegt, hey, muss ich da überhaupt so einen Druck machen? Es läuft doch auch so alles ganz locker und wie von alleine. Das wäre vielleicht eine gute Entsprechung dafür. Auf jeden Fall beleuchtet dieser Vollmond, wie es da für euch weitergehen kann in der Partnerschaft oder auch was ihr da angefangen habt zu Beginn des Monats, wie sich das entwickelt. Und er bringt eben noch eine schöne Verbindung zu dieser Reise- und Abenteuer- und Fortbildungskonstellation. Also wirklich Beziehungen, während man unterwegs ist und während man was dazulernt und sich deren Horizont erweitert, sind also ganz stark angesprochen in diesem Monat und ganz besonders eben um diesen Vollmond rum. Das ist bestimmt sehr, sehr schön und aufregend für viele Löwen und natürlich ganz besonders für die Singles, die einfach noch frei sind, jemand Neuem zu begegnen, weil da so viel Neuigkeitsenergie auch mit drin ist, ne? Aber wenn ihr liiert seid, könnt ihr natürlich euren Schatz, also solltet ihr euren Schatz natürlich mitnehmen und dann gemeinsam was irgendwie unterwegs unternehmen. Genau, dann habt ihr einen schönen Top-Tag, den zeige ich euch jetzt als nächstes. Habt ihr am 14. selber, also am Valentinstag, ist ein super Tag für Löwen, weil hier Mond in der Waage ergänzt dann hier noch diese schöne Konstellation, die für euch halt positiv ist. Schöner Beziehungsmond, wiederum schöne neue Begegnungen. Also das ganze Thema wird dann nochmal verstärkt am 14. und am 15. auch nochmal. Also ich denke mal, ihr werdet eine sehr schöne Zeit haben rund um den Valentinstag. Das wird für euch ein super Datum. Ne? Und dann geht ja auch die Lilith in den Schützen bis November. Das bringt auch nochmal eine interessante neue Energie für euch rein. Ja, dann gibt es noch mal zwei Top-Tage an dem Wochenende, 18. und 19. Das ist nämlich, wenn der Mond, also ich würde mal sagen, am Nachmittag des 18. und dann dem 19., das ist, wenn der Mond dann in den Schützen geht, für euch ins fünfte Haus, das ist auch sehr positiv. Und am 18. geht die Sonne in den Fischen und das wird dann auch interessant für festliierte Löwen. Da kommt dann noch eine neue Energie rein, indem man sich vielleicht nochmal zusammenschließen kann und überlegen kann, wie es gemeinsam weitergeht und vielleicht sich gemeinsam was anschaffen oder an einem Vertrag, der euch beide betrifft, irgendwie arbeiten. Da ist eine gute Energie dann drin. So, dann beginnt diese kritische Phase des Februars. Die geht ja so vom 20. bis 27., weil eben diese ziemlich aggressive Konstellation hier ist, Mars trifft auf Uranus, das ist sehr explosiv und das Ganze eben hier im Quadrat zu Pluto. Und das ist bei euch im Haus des Jobs. Es kann also wirklich sein, dass sich da eine Situation für euch ergibt, die euch jobmäßig zu schaffen macht. Hier oben ist ja nun auch Venus dabei. Also nicht, dass ihr auf der Fortbildung eine unpassende Affäre anfängt, die dann wieder ungünstig auf eure Jobsituation zurückfällt. Also sowas wäre denkbar. Eventuell müsst ihr euch tatsächlich da ein bisschen vorsichtig verhalten und eben auch gucken, mit wem ihr da vielleicht irgendwas anfangt. Jedenfalls können Sachen, die dann einfach hier so leicht und locker erschienen, die können sich als schwierig erweisen bei euch in beruflicher Hinsicht. Müsst ihr einfach mal gucken. Oder es kann auch sowas sein, wie zum Beispiel, ihr habt eine Fortbildung bekommen und andere hier bei euch im Job sind dann, die neiden euch das dann, ja, und fangen dann vielleicht an, euch zu mobben. Alles schon vorgekommen. Habe ich selber auch schon erlebt. Also müsst ihr gucken, das könnte vielleicht für euch ein bisschen schwierig werden. Ja, wir haben ja dann den Neumond in den Fischen, auch der als Sonnenfinsternis erscheint und für euch auf der Achse 2, 8, also Werte, also eure Werte, eigene Werte und euer Selbstwertgefühl und hier die gemeinsamen Werte. Und das nächsten Monat ist dann eben Thema, was habt ihr für gemeinsame Werte, was baut ihr da auf? Vielleicht habt ihr auch dieses Thema, dass es zu Geldproblemen kommt in eurer Beziehung, dass vielleicht einer mehr ausgibt als der andere oder vielleicht auch, dass ihr sagt, hier, ich muss den Gürtel enger schnallen, beim Job gibt es eine schwierige Situation, der Partner sagt, was? Das habe ich mir aber so nicht gedacht. Also das ist schon ein bisschen mit Herausforderungen verbunden. Ja, der Ausklang des Monats ist nicht so ganz einfach, aber wenn ihr zusammenhaltet, könnt ihr das natürlich meistern, weil es eben einfach auch eine gute Energie dann wieder in die bestehenden Partnerschaften reinbringt. Ne? Und wie es dann weitergeht, das erfahrt ihr in dem Horoskop für den März. Und bei der Verlosung geht es diesmal um Folgendes. Ich würde mich freuen, wenn meine Abonnenten mir in den nächsten 4 Wochen
was Nettes posten würden, also in die Kommentare reinschreiben, und unter allen, die mir einen netten Kommentar schreiben, verlose ich dann 15 Minuten Kurzberatung, gerne auch mit einem weiteren Horoskop zum Thema Liebe der aktuellen Partnerschaft. Solltet ihr jetzt irgendwie denken, ich wüsste aber jetzt doch mal gerne mehr genau über meine Situation, könnt ihr natürlich jederzeit eine persönliche Beratung bei mir buchen. Die Infos dazu gibt es auf meiner Webseite. Weitere Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich euch natürlich erstmal, dass ihr die vielen prickelnden Möglichkeiten, die der Februar für euch bietet, sehr gut nutzen könnt, ohne dass ihr zum Schluss in Schwierigkeiten bekommt. Wenn ihr jetzt ein bisschen darauf vorbereitet seid, dann könnt ihr euch ja da entsprechend schon drauf einstellen. Also alles Gute mit den Sternen.